Herzlich willkommen zum letzten Video in der Videoreihe 5S Tutorial für den Schaltschrankbau. Ich bin Christoph Marten, ich bin Lean Trainer bei Phoenix Contact. Was hatten wir in den vorherigen Videos gemacht? Wir haben diesen Arbeitsplatz optimiert, indem wir einmal durch die einzelnen S in der 5S Methode gegangen sind. Wir haben als erstes aussortiert, das heißt, wir haben geguckt, was brauchen wir hier wirklich am Arbeitsplatz und was brauchen wir auch nicht und können es woanders lagern. Dann das, was wir hier brauchen, zweite S, war systematische Anordnung. Das heißt, wir haben hier gewisse Bereiche gebildet für Klemmen, für Beschriftungsmaterial, Werkzeug und so weiter. Im dritten S haben wir uns um das Thema Sauberhalten gekümmert, wo es auch darum ging, eine mobile Reinigungsinsel zum Beispiel zu bauen, um einfach sowas immer wieder ständig verfügbar zu haben. Im vierten S ging es um das Thema Standardisierung. Da haben wir einen Arbeitsplatzstandard zusammengebastelt, den wir immer sichtbar am Arbeitsplatz haben, um zu gucken, das ist der Stand, wo wir immer wieder hinwollen. Das letzte S und vielleicht auch schwierigste S ist aber das fünfte und das ist Selbstdisziplin. Das heißt, wie kriegen wir es hin, dass es nicht stückweise wieder zurückfällt auf den Ursprungszustand und wie können wir es auch ständig weiterentwickeln? Dafür gucken wir uns aber zunächst erstmal die Auditfragen an. Die erste: Sind alle genehmigten Maßnahmen, die bisher abgearbeitet werden konnten, umgesetzt? Ja, durchgängig eingeführt, haben wir gemacht. Werden die vorhandenen Zeiten für 5S-Aktivitäten genutzt? Gut, da müssen wir jetzt mutmaßen, aber vermutlich ist es wie in so jeder Werkstatt, man hat nicht immer genug Zeit für solche Themen, deswegen vielleicht maximal Ansätze erkennbar. Und werden aktuelle Maßnahmen sowie der 5S-Status planmäßig erfasst und an einer Infotafel visualisiert? Nein. Was wir jetzt machen können in der Optimierung oder Sie auch machen können, ist, dass Sie so ein Audit, so eine Bewertung einfach regelmäßig machen und auch Ihre Mitarbeiter da einfach mitnehmen. Und so einfach stückweise versuchen, diesen Stand zu halten und immer wieder weiterzuentwickeln. Ja, das war unsere Videoreihe 5S Tutorials für den Schaltschrankbau. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten auch einiges davon umsetzen direkt. Das und auch andere Themen bieten wir natürlich auch in unserer Beratung an. Und wenn Sie Interesse gefunden haben, dann komme ich gerne persönlich bei Ihnen vorbei und führe mit Ihnen eine professionelle Beratung durch und entsprechende Workshops mit Ihren Mitarbeitern. Also gehen Sie gerne mit uns in Kontakt und dann kommen wir vorbei. Dankeschön.